Willkommen, willkommen aus München. Mein Name ist Balasch und wir sind hier bei HTC. Und ja, ich habe ein neues U11 in der Hand. Und zwar nicht das Plus, nicht das Normale, sondern ein Live. Nicht Lite oder irgendwie anders, Mini, sondern einfach nur das 5,2 Zoll kleine U11 Live. Das ist 5,2 Zoll, wie ihr gerade schon gehört habt, mit einem Full-HD-Bildschirm, dem wunderschönen Sapphire Blue gerade hier in meiner Hand, das wir schon seit, ich glaube, ein oder zwei Generationen vielleicht sogar schon kennen, das extrem schön ist. Wenn euch blau nicht gefällt, gibt es auch in schwarz. Ihr könnt es hinten sehen, das ist Brilliant Black. Ich zeige es mal ganz kurz beide hier im Bild. Schwarz und so ein bisschen glitzernd auch noch. Beides sehr schön anzuschauen. Beide haben eine schwarze Front, also macht es da keinen großen Unterschied, welches ihr jetzt nehmen würdet. Aber seitlich natürlich haben wir noch ein bisschen hier den Unterschied bei der Metalllackierung, dass wir hier schwarz oder dieses schöne Blau haben. Ich bleibe jetzt mal beim Blau. Und da seht ihr übrigens auch noch das Plus-Gerät, das ihr natürlich auch mal meinem Kanal nochmal anschauen könnt, mit einem ausführlichen 10 Minuten langen Video, wo ich euch viel zur Software erzähle, hier aber auch gleich nochmal dazu, denn auch hier haben wir natürlich wieder Edge Sense mit dabei. Also ich könnte hier an der Seite draufdrücken und dann geht zum Beispiel die Kamera auf, aber ihr könnt natürlich noch viele weitere Funktionen einstellen, wie zum Beispiel, wenn ihr die Tastatur benutzt, dass dann dort auf die Spracheingabe hier gewechselt wird. Das funktioniert dann natürlich nur, wenn ihr Internet habt. Bleiben wir nochmal kurz beim Design, und zwar haben wir oben einen SIM-Karten-Slot mit MicroSD Speicher noch dazu. Ihr könnt nicht Dual SIM hier kaufen oder auch wählen, weltweit nicht. Ein Mikrofon hier, unten haben wir nicht nur ein, sondern eigentlich zwei Mikrofone, wie es scheinbar ausschaut. Der Boom-Sound kommt in der Mitte raus, hier und dann natürlich auch hier vorne dann auch. Und den USB-C-Stecker mit USB 2.0 Geschwindigkeit haben wir hier seitlich. Zudem ist, deswegen finde ich das Handy auch nochmal besonders, auch Kopfhörer gibt, die auch Active Noise Cancelling unterstützen. Die USONIQ Active Noise Cancellation Kopfhörer mit USB-C am Ende dran in ihr Kopfhörer. Das heißt, ihr könnt im Flieger ganz bequem oder in der Bahn oder wo auch immer fahrt, schön Noise Cancelling benutzen und den Sound auch in euer Ohr anpassen. Und falls das noch nicht genug wäre, könnt ihr natürlich auch noch den Adapter, falls ihr irgendwelche anderen tollen Kopfhörer habt, vielleicht Over-Ears oder so, die ihr auch benutzen könnt, die kein Bluetooth sind. Apropos Bluetooth, Bluetooth 5.0 hier auch schon mit dabei, weil wir hier den neuen Qualcomm Snapdragon 630 Prozessor drin haben, der sozusagen der 820 vom letzten Jahr in einer kleineren Form ist, mit noch neueren Chips drin für Wireless-Standards wie LTE und Bluetooth. Finde ich schon mal super. Und dann, was ihr hier noch vorne sehen könnt, ist die Android-Tasten, die jetzt gerade zwar ständig leuchten, könnt ihr aber auch ausstellen, aber ihr könnt sie leider nicht switchen. Fingerabdruckleser vorne, der funktioniert wunderbar. Das kann ich euch kurz zeigen. Ich lege meinen Finger drauf und bumm, sind wir hier schon drin in dem schönen U11 Live. Und wir haben sowohl vorne als auch hinten eine 12-Megapixel-Kamera, was natürlich beeindruckend ist, und eine Status-LED ist hier hinten irgendwo auch versteckt. Hier, wie gesagt, 12 Megapixel noch mit Blitz, und da steht zwar HTC drauf, aber was euch vielleicht aufgefallen ist, ist dieses Android One Logo. Das ist brandneu hier bei HTC, beziehungsweise auch weltweit, und zum ersten Mal in einem Handy wird es in einem HTC-Handy in Europa drin sein, in Mitteleuropa, denn das heißt, dass wir hier nicht nur einfach ein Android jetzt hier drauf laufen haben, was Vanilla Android früher genannt wurde, also unverändert mit ohne irgendwelchen Apps, die andere Firmen installieren, sondern auch noch, das heißt auch noch, dass ihr schnell die Security-Updates bekommt. Das heißt, jeden Monat veröffentlicht normalerweise Google neue Security-Updates und die kriegt ihr hier dann auch sofort auch schon mit drauf und seid dann 2 Jahre lang garantiert sicher mit Updates. 2 Jahre garantiert Google und HTC hier für euch. Das ist natürlich schon mal super, und wie ihr sehen könnt, dadurch läuft ja alles auch natürlich schön schnell. Es gibt eine 3 GB RAM-Version und eine 4 GB RAM-Version und eine 64 GB RAM natürlich, 64 GB ROM, also interner Speicher mit 4 GB oder 3 GB mit 32 GB internen Speicherversion für 349 und 379 Euro. Die 64 und 4 GB, die gibt es aber nur online zu kaufen. Ich verlinke euch natürlich beide, wenn ihr interessiert seid an beiden, und wir sehen können, wir haben hier die 32er, von denen zwar gerade 11 verwendet werden, das hängt hauptsächlich mit Android und mit doch schon ein paar vorinstallierten und Dingen zusammen und geschossenen Fotos und weiterem, die hier dann schon drauf sind. Ihr seht weitere Apps, doch schon ein bisschen was drauf, und das System braucht auch ein bisschen Platz, aber das ist auch noch nicht das fertige Modell, das in einer Woche in dem Handel dann ist, nämlich schon Mitte November. Gut, wenn wir hier schon mal in den Einstellmöglichkeiten sind, dann seht ihr auch gleich, dass wir Android 8.0 hier drauf haben. Das ist natürlich für Android One hier Pflicht, dass es ab dann auch losgeht. Und ansonsten U11 Live steht nochmal der Name da. Sehr viel mehr muss man hier, glaube ich, gar nicht wissen in den Einstellmöglichkeiten, außer dass ihr noch USONIQ einstellen könntet. Und Edge Sense, mache ein ganz langes Video noch dazu, wie ihr in bestimmten Apps und auch weiteren Apps auch eure eigenen Optionen und Gesten und so natürlich noch einfügen könnt, wenn ihr einmal hier den hier drückt, was dann passieren soll.
Jetzt haben wir aber schon die Kamera hier geöffnet und dann seht ihr, wir sind im Videomodus gerade. Ich switche mal zurück in den Fotomodus und dann könnten wir jetzt wunderbar hier Fotos schießen von unserem HTC U11 Live und U11 Plus im Handy. Aber was machen wir jetzt nicht? Ich zeige euch noch die Einstellmöglichkeiten, wo wir sehen können, dass wir hier natürlich die Auflösung einstellen können. Sogar 16 Megapixel sind hier im 4:3 Format möglich, was natürlich sehr interessant ist. Wir haben vorne und hinten 16, nicht 12 Megapixel, habe ich jetzt vorhin falsch gesagt, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Schon mal sorry dafür. Panorama und Pro-Modus haben wir, Hyperlapse, Zeitlupe, Video habt ihr unten schon gesehen, können wir auch da auswählen. Und Selfie-Fotos und Einstellungen haben wir hier natürlich auch. Drehen wir mal die Kamera um, dann seht ihr gleich die wunderbare 16 Megapixel Kamera, hallo, die einen extrem guten Weitwinkel hat, ich glaube 83 oder 85 Grad und ich bin gerade mal so weit weg hier von meiner Kamera, ihr seht es, super nah dran und ich bin komplett trotzdem im Bild drin mit meinem Arm halb ausgestreckt. Okay, ich habe auch lange Arme, aber trotzdem sehr spannend und auch hier für die vordere Kamera natürlich wieder sehr schön viele Einstellmöglichkeiten für euch und im Videomodus auch hier Full HD. Übrigens auf der hinteren bei der Zeitlupenfunktion habt ihr 720p bei 120 Frames noch als Einstellmöglichkeit, natürlich auch sehr, sehr, sehr schön, wenn ihr mich fragt. Gut, apropos, wenn wir eigentlich schon mal der Kamera drin waren, ich zeige euch mal ganz kurz den Vergleich zu dem U11 Plus. Und zwar haben wir da nur 12 Megapixel drin und da seht ihr, ja, es gibt natürlich einen Unterschied in der Auflösung, aber hier haben wir mehr Details im Hintergrund, wenn ihr mich fragt, und die Farben sind noch ein bisschen anders, aber haben wir auch einen anderen Prozessor drin und alles Mögliche ist auch ein bisschen anders. Natürlich in dem U11 Plus kostet aber dafür auch das Doppelte am Preis, 799 Euro. Schaut euch aber auf jeden Fall mein Video dazu an, denn das ist ein wunderschönes Gerät, wenn ihr mich fragt, mit sehr vielen schönen Funktionen und einer durchsichtigen Rückseite auch ab Januar zu kaufen. Das gab es ja früher nur beim Game Boy Plus. Und wenn wir schon mal bei U11 sind, hier habe ich noch das normale U11 in der Hand, das Mitte des Jahres vorgestellt wurde. Wirklich sehr schönes Handy mit 5,5 Zoll. Und hier kann ich auch noch mal kurz die Selfie-Kamera zeigen. Wo ihr sehen könnt, da ist sie auch extrem gut. Aber gefühlt ein bisschen langsam, wenn ihr das hier anschaut. Links auf jeden Fall smoother, besser angepasst. Und hier gibt es natürlich auch bald ein Oreo-Update, damit wir auch mit dem F-Sense noch viel mehr machen können. Hier mit dem U11 und ja, von der Größe her, wie ihr sehen könnt, das U11 Live ist nicht viel kleiner geworden. Hat dafür aber mit dem kleineren Akku, mit dem kleineren Bildschirm auch einen größeren Akku mit 2600 mAh, den ich persönlich super finde. Denn für 5,2 Zoll ist das eine ganz gute Zahl. Gut, an sich müsst ihr gar nicht viel mehr wissen zu dem Gerät, außer das kostet, wie gesagt, nochmal 349 Euro mit 32 GB und 3 GB RAM dann schon ab Mitte November in den zwei Farben Sapphire Blue und Brilliant Black. Es hat kein Dual-SIM und ansonsten macht es einfach im Alltag, denke ich mal, Spaß und hoffe, das hält auch ganz gut. Und ich bin schon gespannt auf meinen Test, seid ihr wahrscheinlich auch. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr Informationen natürlich zu dem Gerät dann hier zu sehen und auch, was ich im Alltag davon halte. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr das zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss.